Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Heute wieder mit einem Ausprobiert- und Getestet-Video. Wie immer am Anfang die kleine Information. Es ist unsere Meinung, wir haben diese Artikel alle selber gekauft und wir bekommen kein Geld dafür. So, wie in meinem Haul schon gezeigt, habe ich ja diese tollen Stempel gefunden. Habe mich auch riesig drüber gefreut, weil sie auch gerade so in diesem Planerbereich super gut passen. Sind auch ganz witzige Motive bei und beim Auspacken im Haul haben wir ja festgestellt, weil wir sind ja sowieso so neugierig, dass sie auch genauso groß sind, wie sie draußen drauf sind. Also wie es draußen, was auf der Verpackung drauf ist, ist auch drin, ne? Sagen wir es mal so. Jetzt habe ich mich so gefreut, haben sich wahrscheinlich einige drüber gewundert, warum, weil die Sachen, die es davor gab, die sahen ja richtig so aus, also war ja schwarz. Dieses sind so ein bisschen holomäßig, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, damit es sich voneinander abhebt, keine Ahnung. Aber dieses war ja hier richtig schön schwarz, aber wenn man das umgedreht hat, dann war es wirklich, ja, ein ganzes Ende kleiner als das draußen abgebildete. Vielleicht hat es dann jetzt damit was zu tun, dass die sich voneinander unterscheiden. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich freue mich nur oder ich freue mich sehr darüber, dass sie auch jetzt wirklich so groß sind. Obwohl es mir ziemlich schwer fällt, jetzt drauf zu erkennen, was da drunter stecken soll. Aber man gewöhnt sich an alles. Die Qualität der Stempel, naja. Also sie sind erstmal, ist hier dieser weiße Gummi und etwas Moosgummi darunter. Kleber ist überall ein bisschen. Ja, quillt da überall ein bisschen raus, hier leicht schief drauf, aber ich denke mal, ich glaube 99 Cent hat das so richtig, weiß ich den Preis jetzt nicht mehr. Da war die Qualität und die Verarbeitung von diesen Stempeln schon besser, also wirklich vom Optischen her sah die wirklich gut aus. Und was wir auch beim ersten Abstempeln gesehen haben, es ist ein bisschen, ja, ein bisschen festeres, ein bisschen dickeres Material. Aber wir testen die ganze Sache gleich. Also die Verarbeitung nicht ganz so, aber ich denke mal ein Stempel, ja, der nur unbedingt so schick aussehen muss, oder er muss schick stempeln können in meinen Augen. Also ja, auch das hier, wie es hier so raufgeklebt ist. Also es ist jetzt nicht ganz so tolle Verarbeitung. So, dann legen wir mal los. Ich habe mir wieder eine ganz normale Unterlage hier drunter gelegt. Ich lege mir hier noch ein kleines Stückchen weicheren Stoff drunter und ich werde mir mal das alles ein bisschen dichter schieben, damit die Kamera das ein bisschen leichter hat, weil weißes Papier, ja, mag sie halt nicht so. So, wir haben auch schon einige Sachen getestet, aber ich möchte mal sehen, ob das vielleicht beim zweiten und beim dritten Mal doch noch ein anderes Ergebnis gibt. So, jetzt nehmen wir mal einfach eine Ranke und stempeln. Doch, finde ich sehr gut. Ja, das ist, aber das kommt bei anderen Stempeln auch vor, dass hier am Rand immer, wenn man zu viel Farbe drauf hat, dass es damit auf dem Papier landet. Die Kamera ist cool. Also stempeln lassen sie sich gut. Jetzt nehmen wir mal den größeren hier. Nein, der ist ja so lang. Auch der ist schön. Stempelbild ist super. Wo man wirklich drauf achten muss, ist, dass wenn man zu doll in die Farbe einditscht, ich zeige das mal auf diesem hier, weil ja der Gummi an sich nicht besonders dick ist, auch der Gummi von der Schrift nicht besonders hochgefräst, also praktisch nicht besonders weit raus steht, kommt es natürlich vor, wenn der Gummi hier nicht richtig schön ranklebt. Das ist, dass der Stempel dann an den Ecken natürlich mit Farbe aufnimmt und diese Farbe landet dann mit auf dem bestempelbaren Objekt. Also von daher, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Man kann sich die ganzen Sachen noch abwischen. Ja, aber ich denke, wenn man das weiß, dann kann man da vorher vielleicht auch schon mal reagieren. Ich wollte jetzt noch mal, ich muss mal gucken. Wir haben ja schon einige vorneweg ausprobiert, wie hier zum Beispiel passiert es dann auch.
Also an sich ist der Stempel wirklich, oder die Stempel machen ein schönes Stempelbild, ist wirklich alles, soweit auch die Erdkugel, richtig schön. Nur eben halt die Ränder, wenn sie nicht so gut verklebt sind, wie hier zum Beispiel hier oben, dann muss man immer schauen. Aber ich denke, das lässt sich machen, dass man vorher, ja, dass man sich das vorher abwischt. Gut, aber es ist, sind eben halt wirklich auch sehr günstige Stempel, was man da wirklich auch nicht außer Acht lassen darf. Also ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stempel für 1 Euro, also das ist schon wirklich preismäßig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, also 8, immer um die 8 Stempel. Für 1 Euro ist schon hier zum Beispiel auch. Also das kommt ziemlich oft vor, dass man da rein ditcht. Und wenn man jetzt wirklich, ich sag jetzt mal, die günstigere Variante nimmt, weil man nur ein paar kleine Stempeln, also ein paar kleine Sachen stempeln möchte, dann ist es wirklich schon eine günstige Alternative oder zum Ausprobieren. Aber dann sollte man vorher, wenn man das weiß, sich das Ganze hier oben einfach ein bisschen abwischen und dann ist das Stempelbild auch wirklich schick. So, so viel zum Thema dieser Stempel. Jetzt kommen wir noch zur anderen Variante, der Dreierstempel. Da wurde ich jetzt auch schon öfter gefragt, was man denn oder wie das denn so ist und was ich von diesen Stempelkissen halte. Ich glaube, ich hatte das schon mal in einem Ausprobiervideo gebracht. Ja, ich persönlich bin jetzt kein, also ich brauche diese Stempelfarbe hier drin nicht, aber alle, die jetzt so neu beginnen oder einfach auch mal in das, ja, in das Thema des Stempels reinschnuppern möchten, haben jetzt natürlich diese Stempelfarbe. Diese Stempelfarbe ist definitiv nicht das Nonplusultra, aber um damit zu beginnen oder mal zu schauen, ob überhaupt Stempel was für einen ist, ist das gar keine so schlechte Alternative, wenn sie nicht gerade ausgetrocknet sind. Wir können das Ganze ja mal testen. Ich habe hier diesen, ja, 3-3-3-in-1 Stempel. Also das heißt, man kann mit diesen 1, 2, 3, 4 Stempeln ein Objekt in verschiedenen Farben stempeln. Und dazu benutzt man einfach nur jeden Stempel nacheinander in der vorgegebenen Farbe. Man kann natürlich jede andere Farbe nehmen. Ich habe mir zum Beispiel noch ein paar Farben von SU rausgelegt. Das können wir dann gerne noch ausprobieren. Aber als allererstes wollte ich mal schauen, ob die Farbe schon ausgetrocknet ist oder vielleicht doch noch geht. So, das Ganze einfach einmal öffnen. Dann müssen wir das einmal umdrehen, weil hier oben wird ja genauestens beschrieben, welchen Stempel man zuerst nimmt. Also erst die 1 und dann die 2. Okay, legen wir los. Und wenn das hier die 1 ist, dann nehmen wir mal die 1. Ja, der Gummi ist schon, ja, schon sehr dünn. Dann natürlich auch noch die Farbe auf. Braun. Ja, so rum, glaube ich, ist das, ne? So, jetzt ist es natürlich so, dass das nicht wie bei den Stempelkissen von SU, die ja nur wirklich so groß sind und wo wir nur einmal raufditschen müssten mit, sind diese Stempel jetzt etwas sehr, Stempelkissen etwas sehr klein. Also machen wir das genau andersrum. Und wie man sieht, ist das schon ziemlich, ist jetzt nicht eingetrocknet. Okay, wir probieren es und stempeln einmal ab. Ja, sehr zart. Dann probieren wir gleich mal im nächsten Atemzug. Das, na, jetzt klemmt das. Ja. So, hier kann man das nämlich genau andersrum machen. Ja, schon, also vom Stempelkissen her schon ein ganz anderes Bild. So, können wir das erstmal wieder zur Seite machen.
Jetzt noch wieder einmal sauber machen und dann kommt der zweite Stempel. Der wäre dann in diesem Fall die eigene Zelthälfte. Da sollen wir jetzt den nächst helleren nehmen. Ja, das auch schon. Sehr zart. Und einfach oben drauf. Ja, nicht ganz gerade, aber man erkennt es. So, und das Ganze machen wir mit der nächsten Farbe auch noch. Ja, die sind halt sehr dünn. Auch die Stempel. So. Und rauf. Ja, auch nicht ganz gerade, aber schon kräftiger. Mit dem gerade Stempeln. Ja, sehr schön. So, und jetzt kommt noch der letzte. Das ist ja... Da sollen wir jetzt die ganz dunkle Farbe nehmen. Und wieder schön versuchen zu platzieren. Allzu viele Möglichkeiten hat man immer nicht. Also man sieht nicht so richtig, wo man hin möchte, wo man hin soll. Oh ja, doch. Doch, der war ganz gut. Der war gar nicht schlecht. Und jetzt noch nochmal ordentlich ausrichten. Ist er leicht verzogen, leicht verbogen, der Stempel hier. Sehr gut. Ich finde das Ergebnis gut, wenn man mal von der schwachen Stempelfarbe absieht, ist der Stempel an sich, dieses 3-in-1 Step-by-Step-Stempeln, gar nicht so schlecht geworden, finde ich. Also mit einer richtig schönen, kräftigen Stempelfarbe. Ja, und nicht gerade diese kleinen Probierteilchen hier, finde ich das Ergebnis richtig gut geworden. Jetzt haben wir noch einen einzigen kleinen Stempel drauf und der soll jetzt was? Wohin? Ach so, dieser kleine Stempel wird jetzt dafür benutzt. Ah, wenn ihr zum Beispiel keinen Stempel, also praktisch... Diese Stempel hier kommen ja ohne Stempelblöcke. Da gibt es ja auch mehrere Varianten, was man sich dann, womit man sich dann behelfen kann, wenn man jetzt gerade nicht so ein Stempelkissen zu Hause hat. Und zum Anfang kann man sich da auch wirklich ja, Plasteteilchen, Moncherie, so eine Moncherie-Dosen, wenn man sowas jetzt noch zur Verfügung hat. Oder wie ich jetzt in meinem Fall hier, wo ich das Stempelkissen jetzt nicht gerade nochmal neu... Kein extra Stempelblock habe, dann kann man sich auch so einen kleinen, ja, mit so kleinen Teilchen hier kurzzeitig behelfen und einfach da mit stempeln. Hauptsache dieser kleine Gummistempel, der klebt irgendwie da drauf. Also das ist schon machbar. So, jetzt habe ich natürlich auch noch die kleinen Pünktchen hier drauf gemacht und ich finde dieses kleine süße Zelt, bis auf meinen kleinen Fingerdatscher jetzt hier, macht eigentlich richtig was her. Doch, den Stempel an sich finde ich gar nicht schlecht. Die Stempelkissen, naja, sind eben halt Teilchen zum Testen. Wenn man das mal so, hier ist kaum Farbe drin. Ja, also die sind wirklich nur zum... Ja, da ist... Das sind wirklich,
wirklich keine Teile, die da eigentlich rein müssen. Wenn wir da jetzt mal wirklich als Beispiel mal mit dem Großen darüber gehen, da sieht man schon, da ist wirklich, da sind richtig Pigmente drin und hier ist leider nicht viel drin. So, ihr Lieben, sind ganz einfach, ganz oft steht hinten auf der Verpackung drauf, wie es gemacht wird. Die ersten natürlich immer etwas heller, die nächsten, die da drauf kommen, dann in den nächsten Farbe etwas dunkler und ganz zum Schluss kommen dann die ganz dunklen Elemente drauf. Es gibt wirklich ganz viele verschiedene Sorten davon. SU hat zum Beispiel auch ganz viele tolle 3D-Stempel und auch diese nacheinander Step-by-Step-Stempel. Ich finde die Variante richtig gut, weil man damit richtig was auch aus dem Gestempelten rausholen kann. Muss ganz oft nicht noch nachkolorieren, wer das nicht unbedingt möchte. Zum Probieren finde ich diese Sets hier vom Action oder sagen wir es mal so, um anzufangen zu stempeln, finde ich diese Sets wirklich eine klasse Idee. Stempelkissen, ja, haben wir jetzt schon lange genug drüber geredet, sind jetzt nicht der Renner. Und ja, ihr Lieben, auch diese Stempel haben wir jetzt hier ausgetestet. Achtet ein bisschen drauf, wenn der Rand hier so absteht. Vielleicht klebt ihr das nochmal mit Heißklebe nach oder ja, wischt es euch dann jedes Mal ab, wenn da Stempelfarbe drauf gekommen ist. Denn auf dem Stempelbild letztendlich wollen wir diese zusätzlichen Ecken und Kanten nicht haben. Ich hoffe, dieses kleine getestet Video hat euch ein kleines bisschen weitergeholfen. Ich freue mich sehr auf das nächste Projekt und sage bis dahin erstmal Tschüss!